Dezember-Update, Sneak Peek Nummer 2 und wir haben nicht nur eine neue Verteidigung, sondern zwei. Aber dafür müssen wir erstmal auf Radar 16 gehen und dann zeige ich dir, was denn diese neuen Verteidigungsanlagen können und wie du sie bekommst. Also ich habe jetzt auf Verbessern geklickt und wir sehen das jetzt schon. Schaltet Folgendes frei. Einmal den Multi-Bogenschützenturm. Da sind drei Stück oben drauf und die machen natürlich dann auch Schaden an drei Zielen gleichzeitig. Richtig geil. Und das zweite, die zweite neue Verteidigungsanlage, die Querschlägerkanone. Aber das ist eine, es sind beides ganz besondere Verteidigungsanlagen. Ich zeige es euch jetzt. Also wir verbessern jetzt erstmal das Rathaus. So, das Rathaus ist verbessert und jetzt zeige ich dir, dass du nicht die Verteidigungsanlagen im Shop kaufen kannst, sondern die Fähigkeit, Verteidigungsanlagen zu fusionieren, um diese brandneuen Verteidigungsanlagen, die ich euch eben gezeigt habe, zu erhalten. Passt auf! Hier sehen wir das jetzt. Multi-Bogenschützenturm und die Querschlägerkanone. Du kannst jeweils zwei Stück davon bauen und die Fähigkeit musst du natürlich nur einmal kaufen. Kostet jetzt hier 20 Millionen und wenn du das dann später verbesserst, dauert das 14 Tage jeweils. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Multi-Bogenschützenturm zuerst. Also, da ist er nämlich jetzt. Es ist so geil. Also, er zeigt mir jetzt an, dass ich dafür zwei opfere. Ich opfere zwei von den normalen und kriege dafür halt einen von den Multi-Bogenschützenturm. Beachtet allerdings, die Verschmelzung der Gebäude ist dauerhaft. Wenn sie einmal verschmolzen sind, kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden. Denkt auch dran, dass die beiden verschmolzenen Gebäude auf dem maximalen Level sein müssen. Also, für den Multi-Bogenschützenturm verschmelzen wir natürlich zwei Bogentürme. Und für die Querschlägerkanone verschmelzen wir natürlich zwei Kanonen. Das bedeutet, die Kanonen und die Bogentürme, die wir verschmelzen wollen, müssen jeweils auf dem maximalen Level sein. Jetzt zeigt er mir das hier an. Nur das bewegt sich jetzt hier auch mit. Ich kann jetzt mal gucken hier, kann ich überall hier machen, so. Also, wir brauchen natürlich Platz dafür und das ist jetzt gegeben. Wir drücken da jetzt drauf. Sie werden da reingezogen. Sie werden da reingezogen und jetzt seht ihr das. Da ist jetzt Baustelle und das bedeutet, das dauert jetzt 13 Tage, 23 Stunden und natürlich noch 59 Minuten, bis das Ganze fertig ist. Und jetzt verschmelzen wir noch das andere, nämlich die beiden Kanonen zur Querschlägerkanone. Also jetzt seht ihr es hier nochmal, ne, gebaut, eins von zwei, also einen Multi-Bogenschützenturm haben wir jetzt gebaut und einen können wir dann gleich noch bauen bei der Querschlägerkanone, natürlich genau das gleiche. Wir haben da jetzt noch nichts gebaut, aber maximal natürlich zwei, das will ich damit sagen. Zwei Stück können wir bauen und jetzt zeige ich euch noch nicht, was die kann. So. Sieht das nicht geil aus? Da zeigt er mir natürlich immer an, welche ich dann verschmelzen kann. Ist ja im Endeffekt aber egal. So. Wir nehmen jetzt einfach mal die beiden, oder? Ja, komm. Wir setzen das jetzt mal daneben. Wir nehmen dann die beiden und zack. Die werden jetzt verschmolzen. Und da sehen wir das jetzt. 13 Tage, 23 Stunden. Jetzt baue ich mal eben noch die beiden anderen. Und dann machen wir natürlich die Verbesserung fertig. Und dann zeige ich euch, was sie können. So, beides ist jetzt fertig gebaut, also zweimal der Multi-Bogenschützenturm und zweimal die Querschlägerkanone, natürlich auch beides passend zum Rathaus, also passend zu Rathaus 16, was das Farbschema angeht und natürlich auch sonst die Verzierungen, ne? Also die Bogies da oben drauf, einfach nur richtig cool und die Kanone sieht natürlich auch relativ groß und bedrohlich aus und wir setzen jetzt mal einen normalen Bogenturm daneben und eine normale Kanone daneben, dann werdet ihr mal sehen, wie groß die denn sind. Also, ich habe das jetzt mal daneben gebaut. Ihr seht, der normale Bogenturm ist, glaube ich, sogar noch etwas größer, aber er ist natürlich eindeutig zu unterscheiden von dem Multi-Bogenschützenturm. Bei der Querschlägerkanone ein bisschen anders. Die ist etwas größer als die normale Kanone, aber kann man natürlich jetzt auch vom Aussehen her, ja, beides deutlich voneinander unterscheiden. Kommen wir doch mal zu den Stats. Also, ihr seht ja da schon in dem kleinen Video, wie das Ganze funktioniert. Der Multi-Bogenschützenturm zielt auf drei verschiedene angreifende Feinde, um sicherzustellen, dass die Bogenschützen ihren Schaden gleichmäßig verteilen. Wenn jedoch weniger als drei Ziele zur Verfügung stehen, greift der Multi-Bogenschützenturm die verbleibenden Ziele häufiger an. Das ist nämlich noch ganz wichtig.
Beispiel, wenn es nur ein Ziel gibt, wird dieses Ziel mit 3 Pfeilen beschossen. Wenn es nur 2 Ziele gibt, wird ein Ziel 2-mal beschossen. Und wie ihr ja hier auch seht, kann der Multibogenschützenturm, aber genauso wie die Querschlägerkanone, noch einmal verbessert werden. Beide Gebäude sind dann maxed auf Level 2. Hier sehen wir jetzt also die Querschlägerkanone, die hat doppelt so viele Trefferpunkte wie eine normale Kanone. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig übel. Und nicht nur, dass sie mehr als doppelt so viel Schaden verursacht wie die Kanone von Level 21. Nein, die Munition der Querschlägerkanone prallt auch von ihrem ersten Ziel ab und verursacht Schaden an einem zweiten Ziel. Jetzt achtet mal drauf, bam bam, da springt's weg, ne? Der ist gerade rübergesprungen. Ich werde es jetzt noch einmal euch zeigen. Warte, wir warten jetzt nochmal eben, ob es da gezeigt wird. Diese Vorschau-Videos sind einfach richtig geil. Da, bam bam, da springt's über, ne? Springt von einem Ziel ab, dann noch auf ein zweites Ziel. Auch hier natürlich maxed auf Level 2. Ich habe jeweils eins der beiden neuen Gebäude hier gemaxed, also auf Level 2 gemacht. Damit ihr einfach mal den Unterschied seht, ne, es ist bei der Kanone eigentlich, finde ich, sogar noch ein bisschen besser zu sehen. Halt viel Goldelemente, wenn sie auf Level 2 ist. Beim Bogenturm auch, aber da vorne ist halt noch so ein Banner, was darunter hängt. Daran kann man das eigentlich relativ gut erkennen, dass jetzt der Bogenturm hier, der Multibogenschützenturm, auf Level 2 ist. Und der ist halt noch auf Level 1. Und bei der Kanone das gleiche. Die Querschlägerkanone ist auf Level 2 und die hier ist noch auf Level 1. Alle Stats dazu natürlich unter dem Video. Ich verlinke es euch mal wieder darunter. Wenn ihr Fragen habt dazu, stellt sie ruhig. Also ihr könnt ruhig alles fragen in den Kommentaren. Ich versuche das dann zu beantworten. Und dann geht es morgen weiter. Und sie schreiben dazu: Wir haben gehört, dass etwas Mysteriöses im Wald nahe der Grenze eures Dorfes auf und ab huscht. Morgen werden wir euch verraten, wer dieses schüchterne kleine Wesen ist. Also auf jeden Fall dranbleiben, Creator-Code MBF eingeben, den Kanal abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und dann sag ich mal, bis später vielleicht oder bis morgen. Behaltet den Kanal im Auge, macht's gut und bis zum nächsten Mal.